Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier auf diesem Kanal bzw. zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir mal wieder einen Film aus der Trash Collection vorliegen, und zwar Die Tollwütigen bzw. I Drink Your Blood bzw. Bloodsuckers aus dem Jahre 1971 von David O. Durston, wenn man den jetzt so ausspricht. Ja, ein Regisseur, den man jetzt auch nicht wirklich kennen müsste, beziehungsweise auch diesen Film müsste man nicht wirklich kennen, denn das hier ist ein ziemlich vergessener Film aus der Ära der Grindhouse Collection 1971. Da waren halt auch so Filme wie Die Tollwütigen bzw. Invasion der Blutfarmer. Das sind auch zwei unterschiedliche Filme, also Die Invasion der Tollwütigen und Die Tollwütigen, das sind zwei unterschiedliche Filme. Aber gerade in der Anfangszeit der Trash Collection, weil das hier ist jetzt die Nummer 11, also so in den ersten 20 gab es ohnehin sehr, sehr viele Grindhouse-Filme in der Trash Collection. Und da passt dieser Film hier natürlich perfekt rein, denn das ist Grindhouse vom Feinsten. Und das sieht man hier halt auch schon an diesem sehr, sehr schönen Cover. Nie hat ein Film so genervt, gelähmt und geschockt wie Die Tollwütigen. Dazu dann diverse Szenenfotos hier. Ein Mann mit Kopf, hier oben halt ein Tollwütiger mit einer Axt in der Hand. Und dann hier noch irgendwelche Leute, die mit einer Mistgabel erstochen wurden und so weiter. Weiß man doch direkt, worum es geht. Erstmalig ungeschnitten. Einfach sehr, sehr schön aufgemacht. Dieser Hardbox gefällt mir wirklich richtig cool. Auch mit dem Spine. Sieht richtig, richtig cool aus. Es gibt auch ein Alternativcover, ein gezeichnetes. Und normalerweise mag ich gezeichnete Cover ja auch sehr gerne, wenn sie gerade aus dieser Zeit stammen. Aber ich glaube, die Hardbox mit dem gezeichneten Cover ist wesentlich seltener als die hier. Die auch nicht so leicht zu bekommen ist übrigens. Hier haben wir hier die Inhaltsangabe, ganz normal. Wir haben auch viele Bonusmaterialien, wir haben Outtakes, wir haben entfallene Szenen, wir haben Audiokommentar und so weiter. Und wir haben auch eine Dokumentation, I Drink Your Blood, I Drink Your Blood Show. Und auch noch einen Bonusfilm, I Eat Your Skin. Und I Eat Your Skin lief damals auch, als hier mit Die Tollwütigen lief I Eat Your Skin im Double Feature. Allerdings, ich habe da jetzt so kurz reingeschaltet, weil die Qualität von I Eat Your Skin ist wesentlich schlechter. Und da ist es auch im Schwarz-Weiß. Deswegen habe ich mir den jetzt noch nicht angeguckt. Dann hier die Disc einfach, auch so mit dem Cover. Ich mache die Box jetzt nicht so weit auf. Bild- und Tonqualität ist für einen Film dieser Zeit völlig in Ordnung. Und mir hat der Film im Großen und Ganzen auch gefallen. Gleich dazu mehr in der Kritik. Aber ich glaube, wenn man Fan von so alten, obskuren Grindhouse-Horrorfilmen ist, macht man absolut nichts falsch, wenn man sich diese schöne kleine Hardbox in die Sammlung holt. Ja, die Satansbande oder besser die Tollwütigen, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Invasion der Tollwütigen, aka Invasion der Blutfarmer, ist mal wieder Grindhouse-Kino per excellence. Schmierig, abgedreht, billig, aber irgendwie eben aufgrund dieser Obskurität auch liebenswert und einfach unterhaltsam. Ein Junge jubelt einer bekloppten Satanistenbande aus Hippies und anderen asozialen Fleischtaschen unter, die er zuvor mit dem Blut eines tollwütigen Hundes präpariert hatte. Die Teufelshippies laufen danach natürlich noch mehr Amok als zuvor schon. Ja, und alles an diesem Film ist halt dann irgendwie amateurhaft, aber eben auch kreativ und mit Charme. Und man merkt den Leuten, vor allem den overactenden Schauspielern, irgendwie an, dass sie Lust auf die ganze Sache hatten. Die Atmosphäre ist schön ländlich altmodisch und man bekommt eben das, wofür man diesen Film auch anschaut. Die Effekte sind natürlich nie wirklich gut. Man sieht zum Beispiel, wenn irgendein Kopf in die Kamera gehalten wird, dass das eine billige Plastikattrappe ist. Aber der Film kann durchgehend absurde Unterhaltung bieten. Und wenn man Fan von so alten, obskuren Trash-Horror-Filmen ist, dann kann man sich den auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Ah!